ist so schön, vor fast vollem Haus zu sitzen, zu schauen. Also ich bin ganz begeistert. Nein, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie alle den Weg hierher zu uns gefunden haben. Ich freue mich, dass wir heute den Herrn Pröse bei uns begrüßen dürfen. Und ich bin ganz gespannt und bin sehr neugierig, auf welche Samstagabendhelden er uns denn einlädt. Ihnen allen einen schönen Abend und ich gebe das Wort weiter. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön für die Einladung. Ja, liebe Maisacherinnen, liebe Maisacher, herzlich willkommen. Sie erinnern sich an diese gewisse Uhrzeit. Es ist jetzt 20.06 Uhr. Um 20.15 Uhr am Samstagabend saßen wir fast so zusammen, wie wir jetzt zusammensitzen. Das Sofa war voll. Manchmal kamen sogar die Großeltern dazu und die Onkels und die Freunde. Wir hatten einen gemeinsamen Abend. Dieser Abend ist leider ausgestorben, so wie ein paar von den Helden, an die ich erinnern möchte. Das soll Sie nicht traurig machen. Ich möchte mit Ihnen einen gemütlichen Abend verbringen. Sie haben nur eins vergessen. Sie hätten wenigstens einen Käseigel mitbringen können. Und diese ganzen Delikatessen, die wir damals verzehrt haben vor dem Fernseher. Ich bin Tim Pröse, ich bin 49. Ich war Chefreporter bei der Abendzeitung in München und beim Fokus war ich. Seit 5 Jahren bin ich frei und darf endlich ausführlich schreiben über meine Lieblinge. Und das sind die gleichen wie Ihre, sonst wären Sie heute Abend nicht da. Ich habe ein paar von denen mitgebracht, diese Goldtaler hier, das sind die Helden. Und das sind auch ein paar davon, die Sie besonders mögen. Vielleicht einer, den Sie nervig finden, dann hören Sie bitte weg. Es geht gleich dann sofort weiter. Ich hatte zuvor über die letzten Helden gegen Hitler geschrieben. Damit wurde ich bekannt, oder das ist bisher ein Longseller. Ich habe Biografien über Dieter Hallervorden und Mario Adorf zuletzt geschrieben. Auch Helden unserer Unterhaltung. Und ich habe mir überlegt, womit fange ich sie ein? Musikalisch, weil Musik so viel mehr sagen kann als Worte und weil wir uns alle auf einen Helden verständigen können, vor allen Dingen die Frauen, die heute Abend da sind. Und wie geht diese Melodie? Ja. Mein Bruder. Der Komponist ist erst dieses Jahr gestorben und ich war bei der Beerdigung des Helden dabei vor 5 Jahren in München. Auf seinem Grab liegt heute einer dieser weißen Felsen, auf dem er damals stand und in die Ferne schaute. Wir dachten, dieser Felsen kommt aus dem Wilden Westen, aber wir wissen es heute besser, wir sind erwachsen geworden. Er kam aus dem Ex-Jugoslawien und in Gräfelfing ist Pierre Brice bestattet mit diesem Felsen auf seinem Grab. Und wenn ich schon Journalist geworden bin, dann mit dem Herzenswunsch, dass ich wenigstens dann einmal Winnetou interviewen kann. Und das dauerte und ließ auf sich warten. Und ganz zum Schluss habe ich es Gott sei Dank geschafft, kurz bevor es zu spät war. Zum Schluss schaut Pierre Brice noch einmal so wie damals, mit diesen Augen, in denen ein ganzes Leben liegt. Mit diesem Blick, mit dem er sich in die Ferne sehnt. Den ganzen Tag über redeten wir über sein Leben. Nun aber steht Pierre Brice beim Abschied vor dem Fenster seines Wohnzimmers. Er schweigt und sieht hinaus in die Weite seines Landsitzes. Ganz so wie damals in seinen Filmen von irgendeinem Felsen gen Horizont. Die Pose, die ihn unsterblich machte. Er sieht dabei immer noch aus wie Winnetou, wie einer, der jederzeit wieder unsere heilen Kinderwelten retten könnte.
der ganze Ernst des Lebens, von dem damals die Erwachsenen so bedeutungsvoll, geheimnisvoll redeten, der lag doch damals in seinem Gesicht. So stellten wir uns als Kinder zumindest vor, und wir glaubten, mit so einem Blick lässt sich all das, was uns an wirklichem Ernst im Leben begegnen würde, bestens begegnen. So also nur müsste man in die Zukunft sehen, die damals so riesig groß vor uns lag. Dann würde alles gut werden, denn Pierre Brice machte uns Mut. Nun, ein paar Jahrzehnte später, während meines Besuchs in seinem Haus in der Nähe von Paris, macht er dieses Abschiedsgeschenk mit seinen Augen und lässt tatsächlich alles wieder gut sein und erzählt dann ganz offen, wie er sich sein Ende ausmalt. Kurz vorm Hinausgehen sagt er zu seiner Frau: Chérie, ich werde, wenn ich im Himmel bin, dort oben auf dich warten. J'attendrai. Es ist sein letztes Interview vor seinem Tod im Jahr 2015. Pierre Brice war vielleicht der unsterblichste all jener Unsterblichen unserer Kindheit. Er bestärkte uns wie kein anderes unserer großen Vorbilder und er beschützte unsere Tagträume und winzigen, riesengroßen Ideale und spielte den Helden artgerecht mit einer Minimalmimik, die irgendwo zwischen Derrick und Denkmal lag. Mehr wäre verkehrt gewesen. Brice brauchte keinen anderen Gesichtsausdruck, er musste nur schauen. Und Sie erinnern sich, damals in den 60ern, einige erinnern sich vielleicht, liefen die Kinofilme und es wurden nur 3 gedreht. Und weil man niemals glaubte, damit so einen erdrutschartigen Erfolg auszulösen, lief Winnetou 3 und bekanntlicherweise stirbt Winnetou am Ende des Films. Und das Geschrei war groß. Und die Bravo, ich habe gesehen, dass es die Bravo noch gibt, die gibt es ja sogar zum Ausleihen, zum Einsehen. Damals war die Bravo noch ein Millionen-Bestseller bei den Jugendlichen. Die veranstaltete eine Protestbewegung. Man konnte dem Produzenten der Winnetou-Filme schreiben und sich beschweren, warum er diesen Winnetou sterben lässt. Und er bekam die wildesten Protestbriefe. Du Mörder, du kannst unseren Winnetou noch nicht töten. Winnetou muss leben. 100.000-fach. Und so ließ Horst Wendland, der später dann auch mit Loriot die Filme machte, mit Otto, ließ er Winnetou wieder auferstehen. Und das ging damals noch ohne Schmerzen. Und das ging damals in dieser Zeit noch. Das sah man hinweg, dass einfach der gestorbene Held wieder lebendig wird. Und das fanden wir natürlich wunderbar. Denn in unserer zweiten großen Wirklichkeit im Film war das möglich. Der flimmerte in den Lichtspielhäusern im 16:9 Format, aber war unserer wahren Welt fast ebenbürtig. Denn damals staunten wir noch. Auch außerhalb der Kinos. Solange Pierre Brice lebte, verlängerte er unsere Kindheit. Dank ihm waren manche von uns 4 oder 5 Jahrzehnte länger, Junge oder Mädchen, als geplant in unseren Herzenswinkeln. Und dann kam die Zeit, als er bald tatsächlich sterben sollte, aber mit der Aussicht auf einen Wolkenlogenplatz. Ein Glauben an den Himmel, vielleicht auch bloß an das Gute braucht es dazu. Dann ist Winnetou in unseren Gedanken bis heute nicht ganz tot. Dann sitzt er da oben. Dann führt er mich durch seinen Landsitz in der Nähe von Paris. Und eine große Koppel ist ganz leer gefegt. Und die ganzen Ilchis, seine ganzen Pferde, hat er schon verkauft, weil er nicht mehr reiten konnte. Und ich frage ihn: Monsieur Brice, wo finde ich denn hier in diesem schönen, dieser schönen Villa, ihr alter Ego? Wo finde ich Winnetou? Und dann sagte er: Monsieur, müssen Sie mal müssen? Und schickte mich aufs Gäste-WC. Und das Gäste-WC war von oben bis unten zugepostet mit Lex Barker und Pierre Brice. Da also war Winnetou versteckt in der wirklichen Behausung von
Winnetou. Und dann führte er mich in den Raum, in dem die Trophäen standen, die goldenen Kameras und die Bambis. Und das war ihm gar nicht so sehr wichtig. Wichtig war ihm ein Bild, ein goldgerahmtes Bild, das ihn und unseren bayerischen Papst zeigte. Unseren Papst Benedikt. Er war ein gläubiger Katholik, der Pierre Brice, und fuhr eines Tages nach Rom und nahm an der Generalaudienz teil. Und das Papamobil fuhr durch die Massen und machte abrupt Halt in der Nähe von Pierre Brice. Und Benedikt stieg aus dem Papamobil und lief schnurstracks auf Brice zu. Und der konnte sein Glück kaum fassen und sagte noch: Eiliger Vater, haben Sie in Ihrer Jugend Karl May gelesen? Und Benedikt streckte seine Arme aus und sagte: Ja, natürlich, und Sie sind mein Winnetou. Aus dieser Zeit, fast wie ein Indianer, sieht der Mann aus, über den es jetzt geht, um den es jetzt geht. Ich habe ihn in seinen schweren Jahren begleiten dürfen, als er bedroht war, als auch kaum jemand zu seinen Konzerten kam. Naja, als er eine Karikatur seiner selbst war. Da ging ich trotzdem zu Udo, schrieb über ihn, interviewte ihn. Und das hat er nicht vergessen. Deswegen sind wir bis heute befreundet. Er lud mich auf seinen Rockliner ein. Einmal im Jahr fährt er auf einem Kreuzfahrtschiff und gibt dort Konzerte. Und die Karten sind sehr begehrt. Naja, und natürlich gehört er zu den Helden unserer Jugend. Er war eigentlich ein Samstagabend-Schreck. Für unsere Eltern war er ein Schreck. Heute lieben unsere Eltern Udo auch. Wir haben uns alle versöhnt. Also. Ich träume oft davon, als Segelboot zu klauen und einfach abzuhauen. Wenn Udo wach wird, ist es auch heute noch manchmal wie ein kleines Sterben. So wie damals nach den dunkelsten Nächten seines Lebens, als es spät am Nachmittag bloß ein Sonnenstrahl durch einen Spalt im Vorhang seiner Hotelsuite schaffte, der dann irgendwann auf seine Augenlider fiel, durch sie drang und dieses seltsame, glutrote Licht hinterließ, das so sonderbar hell und orange leuchtet, wenn die Sonne durch geschlossene Augen scheint oder aber, wenn man stirbt, so sagen es einige, die dem Tod nahe waren. Als Udo damals erwachte, war er sich oft nicht sicher, ob er noch am Leben war oder ob er schon ins Licht ging. Heute ist etwas von diesem Unglauben in ihm geblieben, wenn auch nur noch aus purem Glück und nicht länger aus Furcht vor dem Tod. Denn heute ist da diese Freude, dass er überlebt hat. Und weil diese Freude so unfassbar ist, auch im Wortsinn, fasst sich der Mann im Bett schon mal an seinen Arm. Ich kneife mich dort, um zu testen, ob das alles wahr ist, ne? Ob das alles der wahre Udo ist, sagt er und streckt mir seinen Arm entgegen, um das vorzumachen.
Ich kann es oft selbst nicht glauben, ne? Dass das Orange, das damals hinter seinen Augenlidern glimmte, heute aus Hunderten von Scheinwerfern auf die Bühne scheint, wenn er vor 50.000 Menschen im Berliner Olympiastadion auftritt. Die Nachtigall, so nennt er sich selbst, sie fängt erst richtig an zu leben, wenn der Tag sich neigt. Ganz so wie der Vogel. Erst dann mag er singen und losfliegen und die Menschen erfreuen mit seinen Melodien. Deswegen trägt der Mann mit dem wunderbaren Vogel auch einen Ring an seiner Hand, in den eine Nachtigall eingraviert ist. Gleich neben dem Totenkopf und dem Panikring ist Platz für sie. Und an ganz besonderen Tagen aber steckt er noch einen hinzu. Seinen kostbarsten Schmuck. Marlenes Vermächtnis. Es war die große Dietrich, die kurz vor ihrem Tod diesen Ring für Udo maßanfertigen ließ, aus purem Gold, mit einer großen 7 darauf. Udo sagt, ja, der steht für die 7 Tage der Woche und dass so viele Menschen ihre Tage einfach verschwenden. Diese 7 aber sollen mich daran erinnern, jeden einzelnen Tag so zu leben, als wäre es der letzte. Es war wie eine Staffelübergabe damals Ende der 80er Jahre. Marlene Dietrich reichte die Fackel weiter von der größten deutschen Ikone des 20. Jahrhunderts an die künftige Ikone der deutschen Rockmusik. Die Dietrich war Lindenbergs großes Idol und Deutschlands größter, vielleicht einzig wirklicher Weltstar. Sie ließ damals längst niemanden mehr zu sich in ihr Appartement in der Avenue Montaigne in Paris, weil sie altern wollte, ohne dass sich die Blicke der Welt auf sie richten. Doch Udo quartierte sich eine Straße entfernt in einem Hotel ein und schickte ihr Tonbänder zu, auf die sprach Marlene ihre letzten überlieferten Texte für ihn. Und aus Dank für diese letzten Worte ließ Udo Marlenes Pariser Treppenhaus pflastern, jede einzelne Stufe mit roten Rosen der Liebe, wie er sie nannte. Die Dietrich, die ein seltenes Gespür für solche großen Dinge hatte, fühlte, dass es bei Udo immer um Leben und Tod geht. In seinen Liedern und Texten und zu dieser Zeit auch in seinem Leben. Es waren jene Jahre, als Udo ihr Lied »Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre« nachsang. Die Jahre, als der Sinn dieser Zeile sein böses Omen wurde. Als er drohte, sich selbst zu verlieren und unterzugehen. Und da schenkte Marlene ihm den Ring mit der 7. Und ermahnte ihn damit, immer weiterzuleben und nicht zu sterben. Und für Udo wurde dieser Ring sein Rettungsring. Spätsommer 2017. Für 5 Tage ist die Kapitänssuite auf dem Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 3 sein Zuhause. Lindenberg ist auf hoher See, irgendwo kurz vor Göteborg. Von einem Ledersofa schaut er durch Panoramascheiben auf die Ostsee. Sein Blick geht von hier so schön und andauernd bis zum Horizont. Und was da schwankt, das ist schon lange nicht mehr in seinem Blut, das sind bloß die Wellen unter seinem Bug. Es ist sein 5. Rockliner, auf dem er seine Fans zu einer Seereise einlädt. Die 2500 Kojen sind wie immer 10 Minuten nach Verkaufsstart restlos ausverkauft. Vor dem großen Fenster geht er jetzt auf und ab, ein bisschen wie der Panther in Rilkes Gedicht, das er so sehr mag. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte. Seine Schritte federn jetzt, so flauschig fein ist der Teppich in seinem Meeresdomizil, dass jeder Tritt in ihm lautlos versinkt und eine Spur hinterlässt wie in Neuschnee.
Genauso mag es der Bewohner der Kapitänssuite auch in seinem sonstigen Leben. Da ist nichts in dieser Behausung, was seinen Blick in Beschlag nehmen oder aufhalten möchte. Kein Krempel, kein Schnickschnack, nein, nichts Persönliches. Stattdessen möglichst viel Projektionsfläche für seine Fantasien. Weiße Wände, große Fenster, wie im Hotel Atlantik in Hamburg, in dem er seit 20 Jahren wohnt. Mit diesem Blick auf die Alster und den Himmel, das Wasser ist blau oder blaugrau, der Himmel meist hamburgisch grau. Und wenn es dämmert, vereint sich beides. Dann ist das nur noch Udos geliebtes Schwarz. Der Blick hinaus aufs Meer, aus seiner Kabine auf See, macht es ihm noch einfacher. Denn da ist ja nur das Blau der See und des Himmels und beides unterscheidet sich heute kaum voneinander. Es ist einer jener Tage, in denen alles ineinander übergeht. Udo-Tage. Mit etwas Glück kann man an solchen Tagen vollbusige Meerjungfrauen entdecken, die Udos Schiff begleiten. Natürlich nur auf seinen selbstgemalten Bildern, die auf dem Weg zum Buffet zum Verkauf aushängen. Kennen Sie diese Melodie noch? Schwierig, weil es war die Urmelodie. Die ersten 10 Jahre von Wetten, das war das die Melodie. Danach wurde sie modernisiert zu diesem. Vorher war es die. Und ja, wir haben einen Experten hier, einen Gottschalk-Experten, der sogar ja, in seinem Gymnasium zu Gast war, als er dort gelesen hat, als er damals noch von Florida zurückkam nach Kulmbach. Und dieser Gast hat mir erzählt, wie das auf ihm wirkte. Und das fand ich wunderbar, weil ich habe es genauso getan. Ich habe zwar mit ihm geredet, mit Gottschalk, aber um etwas Neues über ihn erzählen zu können oder das, was Sie auch empfinden, wo die Schnittmenge liegt. Dazu habe ich mich aufgemacht in dieses Kulmbach in Oberfranken. Ein Städtchen wie eine Märklin-Eisenbahnlandschaft. Mit einer roten Burg mittendrin, die Plassenburg. Und alles so unglaublich idyllisch. Und ich behaupte, dass dieser Gottschalk sich mit fast 70 Jahren, wenn er 70 wird, gibt es ja noch einmal eine Neuauflage von Wetten, das nächstes Jahr, dass er sich mit fast 70 Jahren alles Heile und Schöne und Romantische seiner Herkunft bewahrt hat in seinem Herzen, um inwendig heil zu bleiben, um uns so zu begeistern. Und für den Fall, dass er sich irgendwo auf der Welt manchmal etwas verloren fühlt, trägt Gottschalk schon sein Leben lang eine Impression in seinem Kopf. Die kann er stets abrufen, wenn ihn die Sehnsucht nach damals einholt. Das sind die Bilder aus dem Kulmbacher Freibad. Er sagt, dieses Rauschen des Wehrs am Schwimmbad, dieser Chlorgeruch gemischt mit dem von Nivea-Creme und dann dieses Plumpsen, wenn man mit einer Arschbombe ins Becken sprang. Als Gottschalk bei einem seiner letzten Heimreisen in Kulmbach alte Freunde wiedersehen will, bittet er den Chef vom Sanremo, seine Eisdiele für eine Stunde zu schließen. Damals hatte er seine ersten Rendezvous bei Pistazieneis und Bananensplits, Sie erinnern sich, im Sanremo. Und jetzt wird die abgeschlossen, damit er diese alten Freundin mal wieder treffen kann, ungestört. Und solange steht die Zeit still an diesem Ort, den Gottschalk ohnehin für seine Zeitlosigkeit liebt. Und dazu gibt es noch eine Steigerung, denn auch wenn er vor 40 Jahren, vor 50 Jahren, sein Elternhaus verlassen hat, Richtung München, hat er dieses Elternhaus am Galgenberg in Kulmbach bis heute genauso erhalten, als wenn seine Mutter, die auch schon 30 Jahre lang tot ist,
mal eben zum Einkaufen gegangen wäre. Er beschäftigt eine polnische Zugehfrau, die dieses Haus hütet und die es intakt hält, so als wäre die Mutter, wie gesagt, noch mal eben draußen. Im Kühlschrank sind seine geliebten Würste und die gleichen Schnittblumen stehen auf dem Tisch und es hat sich alles nichts verändert. Die Häkeldecke auf dem Tisch, das braucht er. Dazu lädt er seinen Bruder und seine Schwester ein. Wenn die mal gerne möchten, dürfen sie auch wieder Kind sein. Und er sagte zu seiner Zugehfrau, weil in dem Schrank hängen bis heute seine kuriosesten Outfits von Wetten, dass, er sagte, du kannst gerne mal das ein oder andere Kostüm nehmen und es deinen Söhnen anprobieren, ob es ihnen gefällt. Und das tat die Dame und die Söhne waren erschüttert. Mutter, bei wem arbeitest du denn da? So, jetzt haben wir schon halb neun. Jetzt haben wir schon halb neun und wir sind seit einer Viertelstunde sind wir schon im Samstagabend Sog und vergessen alles um uns rum. Und was haben wir vor einer Viertelstunde für eine Melodie gehört? Nicht nur hier, sondern herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auch in Österreich, der Schweiz, in Liechtenstein und unsere sehr verehrten Brüder und Schwestern in der DDR. Es gab Zeiten, da durften wir entfliehen vor der Realität, weil es ein paar Künstler gab, die uns dazu verhalfen. Meist geschah diese angenehme Weltenflucht samstags. Einige werden sich vielleicht noch erinnern an dieses längst verwehte Samstaggefühl. Wir hatten nur ganz kurz Schule, meistens bloß Sport und Musik. Danach radelten wir noch schnell in die Stadt, denn die Läden hatten ja nur auf bis um eins. Und dann umwob uns alle bald schon dieser Samstagnachmittags-Soundtrack. Er bestand aus dem Rattern tausender Rasenmäher in den Vorgärten und dem Geruch von frisch geschnittenem Gras. Aus den Stimmen der Bundesliga-Live-Schalter, aus den Radios, die Schreie der Reporter hallten über unsere Hinterhöfe bis vor die Garagen unserer Väter. Und dort durften wir ihnen beim Autowaschen helfen und uns manchmal auf die Fahrersitze setzen, um davon zu träumen, dass es jetzt bloß noch so ungefähr, 12, 13, 14 Jahre dauern würde, bis wir am Steuer dieses Wagens nach Italien fahren würden oder hoffentlich endlich wenigstens zum Alleinsein mit der Schönen aus der Parallelklasse in irgendeine Seitenstraße. Mit der Dämmerung senkte sich die Stille über die Vorstädte, in den Kneipen gingen die Lichter an für jene, die jetzt keine Heimat fanden. Aber die meisten von uns, die hatten damals eine, als wäre sie das Selbstverständlichste auf der Welt und lauter geschenkte Geborgenheit. Wir wussten, heute Abend wird alles gut. Es gibt etwas Besonderes zu essen, auch wenn es manchmal bloß Toast Hawaii gewesen war und dieser Geruch von angebranntem Scheiblettenkäse über allem hing. Mit anschließendem Fernsehgouda-Igel und Granini-Pfirsich-Nektar und dem krachenden Geräusch von Funny Fresh Chips in unseren Mündern. Und dann kam er. Gleich nach Dieter Thomas Heck oder Ilja Richter. An ihn denke ich heute noch manchmal zurück, meist an besagten Tagen gegen 20.15 Uhr, an denen ich so gerne, an denen ich heute alles tun kann, was ich will und an denen ich so gerne manchmal noch eine feste Verabredung hätte, und zwar mit ihm, dem Urvater des Samstagabendgefühls, mit Hans Joachim Kuhlenkampf. Denn wenn Kuhli kam, waren Deutschlands Straßen tatsächlich leergefegt. Der Mann aus Bremen war zu seinen Glanzzeiten einer der größten Samstagabendhelden und mein großer Kindheitsstar.
Er war nicht nur einer der besten der hier porträtierten Zeitanhalter, sondern auch der berühmteste Zeitüberzieher, weil er jedes Sendeformat einfach verplauderte und die Menschen sich von damals noch von sowas hinforttragen ließen. Sie konnten sich nicht satt hören an Kulis Anekdoten. Wir Kinder der 70er verstanden knapp die Hälfte davon, aber wir sind ihm heute noch dankbar dafür, weil wir alle, wenn Samstagabend das große Fernsehquiz Einer wird gewinnen mit unserem Kuli kam, so lange aufbleiben durften, bis er fertig war, und das konnte dauern. Und so lief Kuli noch, als ich mein erstes Praktikum machte bei der Westdeutschen Allgemeinen in Duisburg, und ein schon betagter Redakteur meinte es gut mit mir, und im Gespräch erfuhr er, dass ich Kuli gerne mag, und sagte, das ist ja selten, da hast du ja Glück. Heute Abend ist Kuli bei uns im Stadttheater, denn Kulenkampf hatte zwar 20 Millionen Einschaltquote als Showmaster, er wollte aber, er sehnte sich danach, Schauspieler zu sein. Und so tingelte er durch die Republik mit einem Ein- oder Zwei-Personen-Stück, unter anderem auch bis nach Duisburg, und trat dann da im Theater auf. Und dort sollte ich jetzt hin, um Kuli zu interviewen. Und der Redakteur rief beim ersten Hotel am Platze an und sagte, stellen Sie mich mal durch zu Kulenkampf. Damals wurde man noch durchgestellt zu den Prominenten. Und er ging tatsächlich dran und sagte, ich habe hier einen jungen, hoffnungsvollen Nachwuchsredakteur. Haben Sie denn Zeit, Herr Kulenkampf? Ja, natürlich, er soll mal zu mir kommen in der Pause meines Theaterstücks. Und so durfte ich meinem Idol begegnen und hatte die Hosen so gestrichen voll und war so sehr nervös, dass mir nichts einfiel. Ich hastete in der Pause zu ihm hin. Die Tür öffnete sich und er machte es mir sehr einfach, denn er hatte sich schon fast nackt ausgezogen. Er stand da in Schießer, Feinripp-Unterhose, ja, und sagte, kommen Sie herein, junger Mann, was möchten Sie denn wissen? Und mir fiel immer noch nichts ein. Es gab nur ein Thema damals im Ruhrgebiet, das war die Stahlkrise. Und die ging mir durch den Kopf. Und allen Ernstes höre ich mich nun fragen, Herr Kulenkampf, was halten Sie eigentlich von unserer Stahlkrise? So ähnlich lachte Kulenkampf auch und meinte es trotzdem ganz gut mit mir, legte die Hände auf meine Schultern, beruhig dich mal, mein Junge, setz dich jetzt mal hin, wir machen es uns gemütlich. Es gab was zu trinken, er setzte sich an seinen Garderobenspiegel in seiner Schießer-Feinripp und zu allem Überfluss riss er mit einem lauten Ratsch sein Toupet von seinem Schädel und vor mir saß der nackte Kulenkampf mit Glatze. Und wir sprachen weiter und weiter und ich war stolz. 3 Wochen später sitze ich mit der Familie vor dem Fernseher. Damals hatte Kulenkampf gerade den großen Preis von Wim Tölke übernommen. Und beim großen Preis von Wim Tölke gab es immer Experten für ein Thema. Und einer dieser Experten war Kollege, war Journalist. Und ich sehe schon, wie Kulenkampf darauf reagiert und sagt, ah, so, ein Journalist. Stellen Sie sich mal vor, ich war vor 3 Wochen, war ich auf Theatertournee. Was glauben Sie, was ich für Kollegen von Ihnen kennengelernt habe? Wer schafft es heute noch, Millionen vor dem Fernseher zu fesseln? Wer hat den Mut? Wer ist so ungestüm? Und wer begeistert uns heute? Vielleicht ist es diese Dame hier. Vielleicht mögen Sie Barbara Schöneberger. Ja, danke Barbara Schöneberger für das Verständnis und für das Gefühl, wirklich im Innersten angekommen zu sein. Genauso ist sie. Und der Tag, an dem sie mich zu sich hochnahm, war einer der ersten schönen des Jahres. Die Aprilsonne leuchtete schräg durch Berlin und machte mir Mut. Und weil sie so schön schräg schien, schaffte sie es bis durch die schwarz getönten Scheiben der Limousine, in der Barbara Schöneberger saß, und tauchte sie in ein geheimnisvolles
Licht. Ihre Augen kamen mir in diesem Moment, wie hätte es anders sein können, noch blauer und großer vor, als ich es ohnehin für möglich gehalten hätte. Und wie das so ist, wenn man sie bewundert und man guckt sie in ähnlich großen Augen an, macht sie es einem wieder einfach und sagt, das mit den Augen, das ist ganz einfach. Meine Brille hat so eine große Dioptrienzahl, die kann ich unmöglich auf der Bühne tragen, aber ohne Brille sehe ich auch nichts und muss sie deswegen so weit aufreißen. Danke. Wir dürfen also genauso groß zurückschauen. Frau Schöne-Augenberger saß also damals vor 7 Jahren mit mir im Fond der S-Klasse. Und wenn ich diesen Namenswitz tatsächlich hier reinschreibe, dann deswegen, weil sie selbst an diesem Morgen mindestens 3 ähnlicher Art gebracht hatte. Für viele Leute bin ich diese lustige Tante aus dem Fernsehen, diese Frau Schönefelder. Diese Frau Maischöner. Die Frau Fleischberger, die üppige Lady aus der Wurstsalat-Werbung oder so ähnlich, erzählt sie mir, als sie mich einlud, auf einen Plausch zu ihr heraufzukommen. Und tatsächlich gehen 2, 3, 10, 12-Jährige dann vorbei und sagen, das ist sie, die Frau aus der Kartoffelsalat-Werbung. Dabei hatten wir abgemacht, dass ich, wenn wir an ihrem damaligen Wohnhaus in der Berliner Kantstraße ankommen, ein Taxi nehme, um zurückzufahren. Dass ich das Interview unterbreche, bis wir uns am späten Nachmittag wiedersehen zur Show, die sie moderieren sollte. Dort, so hatten wir es vereinbart, durfte ich sie dann weiter begleiten. Die Fahrt durch das an diesem Tag, Gott sei Dank, völlig verstaute Berlin-Charlottenburg gefiel uns beiden dann aber so gut, dass sie mich nicht am Straßenrand stehen ließ. Wie keine zweite hat sie es geschafft, ihr Privatleben geheim zu halten. Bemerkenswert, denn diese Dame ist so angenehm offenherzig und dauerpräsent. Doch mehr, als dass ihr Mann wohl ein toller, adliger Typ sein soll, der jeden roten Teppich meidet und so gar nichts mit ihrem Beruf zu schaffen hat, weiß man nicht. Und dass sie auch 2 Kinder mit ihm hat, aber die Namen von denen und auch von ihrem Gatten werden nicht preisgegeben. Da stehen wir nun im Portal ihres westberlinerisch großbürgerlichen Mietshauses, gemauerte Gediegenheit, die Deckenläufe im Flur wölben sich wie jene einer kleinen Kirche, unsere Schritte hallen über Marmor, bevor sie den Aufzugknopf drückt, zwinkert Schöneberger mir verschwörerisch mit einem ihrer 100 Lächeln zu. Mit ihm nimmt sie mir jetzt sehr lässig das Versprechen ab, ihre Geheimnisse um Mann und Kind zu wahren, auch wenn ich jetzt Gast bei ihr sein darf. Na klar. Ehrensache, schöne Sache. Großzügig ist diese Frau. Alles, was sie unternimmt, trägt große Züge und diese schönebergerische Gelassenheit. Auch dieser Vorschuss an Vertrauen hat etwas Komplizenhaftes. Es steht vor dir ein schönes Wesen, das Ganze jedoch mit der Attitüde eines Kumpels. Eine Pferdestählerin, die noch schneller denkt als ihr Schatten. Als wir aus dem Aufzug steigen, stehen da schon 2 Schönebergers im Rahmen der schweren Wohnungstür. Barbara Schönebergers Mutter und Vater sind gerade zu Besuch. Barbara Papa und Barbara Mama. Was für ein Glücksfall für den Reporter, denn die beiden sind der beste Beweis dafür, dass das Phänomen Schöneberger zutiefst echt und authentisch ist. Denn das, was Barbara ausmacht, liegt in ihren Eltern begründet und kaum verborgen. Dafür sind die beiden zu offenen Herzens, ganz so wie ihre Tochter. Barbara ist aufgewachsen in einer heilen Welt, in einem seelischen Barbaradies. Das muss so schön gewesen sein, dass sie es innerlich nie ganz verlassen hat bis heute. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum sie ihr Privatleben so abschottet, denn das wissen wir seit Gerhard Polt. Ein Paradies ist immer da, wo einer aufpasst, dass keiner reinkommt. Man spürt das Barbaradiesische daran, wie sie auftritt, wie sie scherzt und wie sie auf die Menschen zugeht. Und wenn sie vor einem steht, dann ist sie zuallererst von einer Offenheit und einer Frische, die schwindlig macht. Sie zupft nun an ihrem olivgrünen Sommerkleid, einer Art Kampfanzug in elegant, dessen Reißverschluss vorn über das Dekolleté bis zu den Kniescheiben verläuft.
Letztens riss so ein Teil mitten im Berliner Promi-Restaurant Borchardt auf. Die Verunfallte konnte sich gerade noch an eine Wand drücken. Sie erinnert sich, in jedem Galakleid steckt eine Frau, die da möglichst schnell wieder heraus will. Zum Schluss einen schwer Vermissten, der gesagt hat, mit 50 höre ich auf, mit 50 will ich nur noch leben. Und das schon seit 4 Jahren. Ein Kinofilm gab es von ihm. Freunde, erstmal ganz herzlich willkommen heute. Freunde, gleich vorneweg, mein Name ist Rolf Clement. Ich bin stellvertretender Chefredakteur beim Gräbenhospital. Ja, das ist unser Harpe. Und Harpe gab nie Interviews, schon gar nicht über sich selbst. Das hat er immer gescheut. Und so blieb mir in 30 Jahren Reporter-Dasein nichts übrig, als er immer erfolgreicher wurde. Wenn man mir sagte, schreib mal über Harpe, habe ich gegen meine Gewohnheit nicht mit ihm geredet, sondern über ihn geschrieben und habe mir beholfen, indem ich Freunde von ihm fragte, na, wie ist denn der so wirklich? Ich habe Schulfreunde herausgefunden, Lehrer, Weggefährten, um zu erfahren, wie Harpe Kerkeling wirklich ist. Und er ist natürlich ein wunderbarer Mensch. Das bestätigen die mir. Sehr sensibler Mann. Und ein schlechtes Gewissen hatte ich trotzdem, weil man ja natürlich lieber mit jemandem direkt spricht, als irgendetwas von ihm über Dritte zu erfahren. Eines Tages ging das Telefon in der Redaktion und eine Stimme war am Apparat, die auch 2 Freunde von mir drauf haben, diese Horst-Schlemmer-Stimme, und ich dachte, die wollen mich hochnehmen, aber es war Harpe selbst. Und er sagte, sie haben also über mich geschrieben. Und ich schämte mich, dachte, jetzt kriege ich bestimmt Ärger. Er sagte, nein, nein, das gefiel mir ganz gut. Ich bin gerade dabei, meine Kindheit aufzuschreiben. Das Buch soll heißen, der Junge muss an die frische Luft. Und da würde ich gerne einige Sachen von Ihren Artikeln übernehmen. Was wollen Sie denn dafür haben? Da sagte ich, das erste Interview, wenn das Buch rauskommt, wenn der Film rauskommt. Endlich. Ich möchte endlich mit Ihnen sprechen, wie das so war in Ihrer Kindheit. Denn er hatte all die Jahre das Interview abgebrochen, wenn es darum ging, was hatte er mit 9 Jahren erlebt. Man wusste, dass er mit 9 Jahren seine Mutter verloren hat. Und darüber wollte er nicht sprechen, was ja auch verständlich ist. Dass er aber kurz bevor er Abschied nimmt von der Bühne, das thematisiert grandios in dem Buch, in dem Film. Genau das Sterben seiner Mutter. Das ahnte ich nicht. Und so hatte ich mir von diesen Sandkastenfreunden Jugendfotos besorgt, das sein altes Jungsgesicht zeigte, das damals und beinahe bis heute noch jenem auf den alten Brandzwiebacktüten ähnelte. Erinnern Sie sich an den Jungen? So sah Harpe aus. Dieses Gesicht scheint damals wie heute von allen Schicksalen und Scheinheiligkeiten des Showbiz verschont. Irgendwie ist dieser Harpe heil geblieben in dieser oft kaputten Welt,
in dieser kaputten Branche, sonst sehe Harpe aus wie Horst. Horst Schlemmer. Und seine Oma band dem Jungen eine Fliege um den dicken Hals und das wirkte ihn immer beim Sprechen, denn er konnte schon sprechen, als er ein gutes halbes Jahr alt war, konnte er schon brabbeln und brabbeln. Gehen konnte er erst, als er so ungefähr 3 war. Und irgendwann als Junge hat er dann die Traute und reißt aus seinem Matheheft eine Seite aus und kritzelt darauf eine Bewerbung fürs Fernsehen, für Radio Bremen. Er hat bei seiner Oma gerade den neuen Loriot-Sketch gesehen, Weihnachten bei den Hoppenstedts. Mit dem Kind Dicky, Klammer auf, Zicke, Zacke, Hühnerkacke. Das kann er besser, glaubt er, und schreibt an Loriots damaligen Haussender: Mein Name ist Hans-Peter, ich bin 13 Jahre alt und habe schon einige eigene Sketche. Meine Freunde sagen, dass ich ein richtiger Komiker bin und Loriot ist mein großes Vorbild. Bitte melden Sie sich bei mir. Die zuständige Redakteurin schreibt ihnen eine Standardabsage, nimmt den Jungen in die Kartei auf und 15 Jahre später ist es genau diese Redakteurin, die im Fond der S-Klasse unten am Boden kauert und ihm Anweisungen gibt, als er als Königin Beatrix bis vor Bellevue gefahren wird. Das ist seine Redakteurin, die ihn fördert. Und der Traum wird wahr. Und die Oma schickt ihn zu einem Wettbewerb, zu einem Talentwettbewerb mit 16, zum Scharfrichter-Wettbewerb nach Passau. Und dort tritt er vor einem gewissen Otti Fischer auf. Und der Junge verausgabt sich so sehr, bei dem Sketch, den er vorträgt, schlägt er mit seinem Schneidezahn auf das Mikro, sodass der Schneidezahn rausfliegt und im hohen Salti bis vor Otti Fischers Füße und der trommelt vor Begeisterung auf den Tisch und freut sich. Und alle denken, es ist ein super Trick, den er da drauf hat. Niemand ahnt, dass dieser Zahn tatsächlich gerade rausgebrochen wurde. Und niemand ahnt, dass dieses Kind so eine schreckliche Kindheit hatte, dass er mit dem Kochlöffel in der Hand seine depressive Mutter jahrelang versuchte aufzuheitern. Mit Schlagern, mit Witzen, mit Sketchen. Sie saß auf dem Schemel, schaute hinaus, depressiv ins Grau. Und er versuchte sie herauszureißen mit seinem Witz. Und dann sagte sie eines Tages: Hans-Peter, jetzt gehe ich schon mal schlafen. Du kannst heute fernsehen, so lange wie du willst, bis zum Sendeschluss. Was für ein Wort an einen zukünftigen Fernsehstar. Das tat er und erst nach Sendeschluss legte er sich zur Mutter, zur sterbenden Mutter. Und dann erzählt er mir im Interview, wie er den letzten Auftritt als Horst Schlemmer hat. Es ist sein letzter Auftritt als Horst Schlemmer. Den gibt er exklusiv für die kleine Melanie, weil die nämlich noch ein letztes Mal lachen will. Nur einmal noch. Richtig lachen. Melanie ist 9 Jahre alt, todkrank. Ihr letzter Wunsch lautet: Ich würde gerne Horst Schlemmer treffen. Es ist auch sein letztes Mal. Nur einmal noch will Harpe Kerkeling den Horst geben, seine beste Rolle. Nur einmal noch für Melanie. Der 11. November 2011. Ein tiefer Himmel lastet über Düsseldorf. Kerkeling trifft das Mädchen aus Duisburg in der Suite eines Nobelhotels. Harpe zwängt sich in seinen Trenchcoat, so wie er das hunderte Male getan hat. Er setzt die Perücke auf und schiebt sich auch das Gebiss mit den schiefen Zähnen in den Mund. Er ist ein Herzenskomiker mit Tiefsinn. In seinem Leben geht es schließlich von Anfang an, ebenso wie bei Melanie, um Leben und Tod. Es wogt in ihm an diesem wolkenschweren Tag. Er ist nervös wie sonst vor keinem Auftritt. Er spürt, wie nahe er den Tränen ist. Er bittet seinen Freund, ihm beizustehen. Er wird sich gleich an seiner horstigen Herrenhandtasche festhalten müssen. Er ahnt, wie ein Kind sich fühlt, wenn es keinen Ausweg mehr gibt.
Melanie ist austherapierte Krebspatientin und hat nur noch wenige Wochen zu leben, als ihre Eltern sie in einem Rollstuhl in die Suite des Hotels schieben. Boah, Horst Schlemmer, ist das cool, jubelt sie und klatscht mit der linken Hand auf die Lehne ihres Rollstuhls. Ihre rechte bleibt, ohne sich zu regen, in ihrem Schoß liegen. Kerkeling beschreibt, wie er als Schlemmer nun beginnt zu grunzen. Schätzelein, du hast aber heute einen ganz großen Auftritt. Weißt du Bescheid? Melanie gluckst vor Freude. Kerkeling krallt sich an seiner Herrenhandtasche fest und scherzt mit dem Mädchen über Mut und Furcht. Weißt du was, Melanie? Eigentlich ist dein Horstilein nämlich ein Angsthase. Das Mädchen wundert sich. Und wie Kerkeling diesen Satz so herausschlemmert, wird ihm klar, er meint sich gerade selbst. Er will Melanie sagen, dass er selbst, nicht Horst, manchmal Angst hat. So wie jetzt gerade bei diesem Treffen. Das Mädchen im Rollstuhl empört sich. Du bist doch kein Angsthase. Du bist wie ich, Horst. Du sagst immer ehrlich, was du denkst. Das gefällt mir. Es sei eine große Lektion gewesen, die Melanie ihm an diesem Tag gegeben habe, sagt Kerkeling. Die Sätze von ihr würde er nie mehr vergessen. Du bist wie ich. Du sagst immer, was du denkst. Ausgerechnet dieses todkranke Mädchen habe ihm so viel gegeben, sagt er. Und er sieht sich selbst in dem Mädchen. Er sieht den 9 Jahre alten Jungen, der verzweifelt war. Und ich bitte Sie, wie viel näher lag das Gegenteil, wenn man mit 9 am Grab der Mutter steht, sich für die Schwermut, für die Traurigkeit zu entscheiden, als für den Weg, die Menschen zum Lachen zu bringen. Dann erzählt er von der Todesstunde und wie die Großmutter im Wohnzimmer die schwer tickende Standuhr, die schwer in diese Stille hineintickt, anhält. Sie geht zur Standuhr, öffnet sie, hält den Pendel an, dass endlich Stille ist. Und mit dem Augenblick traut sich Harpe zu sagen, Oma, komm zu uns. Und die Oma ist Anfang 70. Und zweifelt noch kurz, geht dann aber zu ihm und soll noch Mitte 90 werden und erleben, dass aus ihrem kleinen Harpe der große Fernsehstar wird. Was für ein Glück im Unglück. Und zum Schluss möchte ich Ihnen erzählen, wie die beiden sich ein letztes Mal begegnen, wie die Oma schon etwas dement ist und im Bett liegt, und ihr Hans-Peter noch einmal sie besucht in Recklinghausen. Und er sich auf die Bettkante setzt und sagt, Oma, hier bin ich, dein Hans-Peter. Und die Oma aufschreckt und sagt, wie, was, der Handfeger? Und Hans-Peter sagt, nein, Oma, der Hans-Peter. Wie, Handfeger? Ist doch alles sauber. Dann sagt Hans-Peter nochmal, nein, Oma, dein Hans-Peter. Und da beginnt es der Großmutter zu dämmern und sie erkennt ihren Enkel. Und sie sieht aber in dem erwachsenen Mann den Jungen von damals und sagt zu ihm, ach, Hans-Peter, da bist du ja endlich wieder da. Gut, dann muss ich jetzt aufstehen und dir die Schulbrote schmieren. Du musst doch gleich los zur Schule. Das war's von den Samstagabendhelden, liebe Maiserinnen, liebe Maiserer. Ich freue mich, dass Sie mir zugehört haben. Gerne kommen wir ins Gespräch, gerne können Sie mir Fragen stellen. Fürs Erste sage ich herzlichen Dank.